zu den binomischen Formeln. Wir rechnen zuerst a plus b im Quadrat, wo a und b zwei beliebige rationale Zahlen sind. Eine Zahl im Quadrat, das ist die Zahl mal sie selbst. Also ist a plus b im Quadrat dasselbe wie a plus b mal a plus b. Hier wenden wir die doppelte Distributivität an. A mal a, das macht a Quadrat. A mal b, das macht ab. B mal a, das macht ba. Und b mal b, das macht b Quadrat. Also so. A mal b plus a mal b, das ist 2 mal ab. Und somit haben wir schon die erste binomische Formel bewiesen, die besagt, dass a plus b im Quadrat dasselbe ist wie a Quadrat plus das Doppelprodukt 2 mal ab plus b im Quadrat. Dasselbe für a minus b im Quadrat. Diese Zahl im Quadrat, das ist diese Zahl mal sie selbst. Doppelte Distributivität, a mal a macht a Quadrat, a mal minus b ist minus ab, minus b mal a ist minus ba und minus b mal minus b, das macht plus b Quadrat, also so. Hier haben wir minus die Zahl ab und dann nochmal minus die Zahl ab. Das ist also minus 2 mal die Zahl ab und da haben wir auch schon die zweite binomische Formel, die besagt, a minus b im Quadrat, das ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Jetzt noch die dritte binomische Formel. Wir starten jetzt mit einer Mischung aus diesen beiden. Das heißt, wir nehmen hier diese erste Klammer a plus b und multiplizieren die mit dieser zweiten Klammer a minus b. Wir wenden die doppelte Distributivität an. Das ergibt, a mal a macht a Quadrat, a mal minus b ist minus ab, b mal a macht plus ba und b mal minus b ist minus b Quadrat, also so. Und die zwei Terme in der Mitte verschwinden, weil die Zahl ab minus dieselbe Zahl ab 0 macht. So bleibt also noch a hoch 2 minus b hoch 2. Und da ist ja auch schon die dritte binomische Formel, die besagt a plus b mal a minus b, das ist a Quadrat minus b Quadrat. Schauen wir in drei Beispiele. Man fragt zum Beispiel, dieses Quadrat auszurechnen. Wir sehen eine erste Zahl a plus eine zweite Zahl b im Quadrat. Die erste binomische Formel besagt, man rechnet das Quadrat von der ersten Zahl, also 3a hoch 2, plus 2 mal die erste Zahl mal die zweite Zahl, das ist dieses Doppelprodukt, plus das Quadrat der zweiten Zahl. Also was wir rechnen sollen ist, das Quadrat von dieser ersten Zahl 3a plus 2 mal diese erste Zahl 3a mal diese zweite Zahl 1 plus das Quadrat von dieser zweiten Zahl 1. Hier haben wir also die erste binomische Formel eingesetzt. 3a im Quadrat, das macht 3 Quadrat mal a Quadrat, also 9a Quadrat. Dieses Doppelprodukt ergibt 6a und 1 im Quadrat macht 1. Somit haben wir gefunden 9a Quadrat plus 6a plus 1. Wir haben dieses Quadrat ausgerechnet. Machen wir Ähnliches bei dieser Übung. Hier sehen wir eine Zahl minus eine zweite Zahl hoch 2 und wenden also diese binomische Formel an, die besagt, man rechnet das Quadrat von der ersten Zahl minus 2 mal die erste Zahl mal die zweite Zahl, daher minus 2ab, und dann plus das Quadrat der zweiten Zahl. Machen wir das hier. Wir rechnen das Quadrat der ersten Zahl, also die Zahl 4x im Quadrat, minus 2 mal die erste mal die zweite, plus das Quadrat der zweiten Zahl. Schreiben wir das so im Detail auf. Wir rechnen das Quadrat von der ersten Zahl 4x, minus 2 mal die erste Zahl 4x mal die zweite Zahl 5y,
plus das Quadrat dieser zweiten Zahl. Jetzt rechnen wir das noch aus. 4 mal x im Quadrat, das macht 4 im Quadrat mal x im Quadrat, also 16x Quadrat. Dann 2 mal 4 mal 5 mal x mal y, das macht 40xy, versehen mit dem Minus. Und dann haben wir hier noch 5 im Quadrat mal y im Quadrat, das macht 25y Quadrat. Somit haben wir dieses Quadrat ausgerechnet. Rechnen wir auch noch dieses Produkt. Wir erkennen hier deutlich, eine Zahl a plus eine Zahl b mal dieselbe Zahl a minus dieselbe Zahl b. Also können wir diese binomische Formel einsetzen. Man könnte auch die doppelte Distributivität anwenden. Aber durch diese binomische Formel sind wir etwas schneller. Das ergibt nämlich die erste Zahl im Quadrat minus die zweite Zahl im Quadrat, besagt die Formel. 2x hoch 2, das macht 4x Quadrat und 7 im Quadrat macht 49. Somit haben wir dieses Produkt sehr schnell rechnen können durch diese dritte binomische Formel.